Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Ghost of Tsushima. In der letzten Folge haben wir weiter mit den Lagern gemacht. Und jetzt haben wir nur noch eines, das wir erledigen müssen. Und damit, dafür müssen wir jetzt in diese Richtung da reisen. Jetzt muss ich mal Pferd holen. Das sind 800 Meter, die wir reiten müssen. Das dauert schon eine Ecke, wenn wir das zu Fuß machen. Und mich interessiert dann, wie wir dann weitermachen. Ich denke, wir werden erstmal gucken, was die drei Fragezeichen sind und dann machen wir Hauptstory weiter. Weil so viele Nebenaufgaben haben wir tatsächlich nicht. Und jetzt bekommen wir sogar noch eine neue Rüstung. Interessant. Na, jetzt haben wir schon die Hälfte abgeritten. Wir haben ein Mongolenlager entdeckt. Perfekt. Aber gefühlt ist hier fast jede Fragezeichen hier ein Mongolenlager. Aber was soll's. Da haben wir's. Das Dorf, was ich suche. Müssen hier wir Geiseln retten oder nicht? Das ist halt jetzt die Frage, ne? Geiseln oder besiegte Gegner? Oder müssen wir wieder das Zeug finden? Aber das sieht mir nach Geiseln aus. Viele Gegner mit dem Langbogen. Na, ich habe jetzt offcam auch unsere ganzen Fähigkeitspunkte ausgegeben. Damit haben wir jetzt jede Technik hier hinten, die wir bis jetzt freigeschaltet haben, komplett max. Jetzt müssen wir nur noch die Story, der Story folgen und das hier freischalten. Und dann nur noch die Erkundungszeugs, das Erkundungszeugs. Und dann haben wir alles, was wir mit Technikpunkten freischalten können, freigeschaltet. So, hier und du. So, jetzt können wir den wahrscheinlich retten. Jetzt dürfte keiner mehr in der Nähe sein. Hilfe, bitte! Ja, er ruft mal wieder um Hilfe. Das verstehe ich sowieso nicht, warum hier jeder um Hilfe schreit, wenn sie wissen, dass sie gefangen genommen worden sind von Mongolen. Endlich frei! Bringt euch in Sicherheit. Seid vorsichtig. In der Nacht zum Fluss gehen, versuchen zu fischen. Komm mal da. Ach komm. Perfekt. Gut, hier. Ah, stimmt, da ist einer zur Geisel gerannt. Ah, fucking hell. So.
Dann töten wir andere mit Langbögen. Chiharu, hä? Der Mund bei Starla. Als ein Hunigen Olzir. Jammer Negium Harvos. Gott, Scheiße. Auf hier. Down hier. So. Der Hund zählt tatsächlich auch noch als Gegner. Interessant. Zumindest wenn er so nah dran ist. Ich stehe tief in eurer Moment, warum haben wir drei Schwerter? Ich muss in die Tigerhöhle gehen. Fällt mir gerade so auf. Wir haben drei Schwerter mit dieser Rüstung. Moment, heißt es, dass wir vielleicht eine neue Fähigkeit lernen, mit der wir drei Schwerter benutzen können gleichzeitig? Werden wir zu Zorro oder was? Das wäre schon irgendwie lustig. Wir müssen da hoch. Und der Winter setzt diesem Land ordentlich zu, wie man sieht. Gott, perfekt, oh. Der haut ab einfach. Gut. Retten wir den noch? Welche Erleichterung. Habt Dank, Fürst Sakai. Geht. Leb wohl. Da unten sind noch welche. Das heißt, sie sind dort unten. Kettenattentat. Doch, ist doch das. So, jetzt sollten wir da alle besiegt haben. Fertig. Können wir dich befreien jetzt? Nein, sie sind zu nah. Ach, der Typ fehlt noch. Woher wissen die, dass noch welche in der Nähe sind? Ich aber nicht. Klar, die ist so programmiert. Der Kack. Aber rein theoretisch macht das doch keinen Sinn. Danke, dass ihr uns gerettet habt, mein Herr. Man gab uns dieses Rüstungsteil, damit wir es beschützen. Doch in euren Händen ist es sicherer. Ihr habt recht. Es war für Khotun Khan bestimmt. Das habe ich nicht gewusst. Dank euch wird kein Mongole es je tragen. Alle Teile der Mongolenrüstung.
Ich sollte zurück zu dem Lehrling. Okay, perfekt. Haben wir damit zwei Dörfer wieder in Betrieb genommen. Ah, ich glaube nicht, dass wir mit dieser Legende schon fertig sind. Wir brauchen nämlich noch mehr, um alles vollständig zu verbessern. Na, hier kann ich dann hingehen als nächstes, aber ich gehe jetzt erstmal. Bihorn! Dem Kahn angemessen. Jin, hier drüben. Entsetzliche Dinge geschehen auf den Straßen von Sago, mein Herr. Die Mongolen kontrollieren die Menschen gern durch Angst. Das hier war aber mehr. Ich sah sie einen Mann an einem Baum aufhängen, vor den Augen seines Vaters. Ich höre noch die Schreie des Vaters. Ich finde sie, bevor sie noch mehr anrichten. Die Wunde heilt nicht. Sie stinkt schon. Ihr wisst, wer die Mongolen wirklich sind, oder? Ich bearbeite alle Arten von Rüstung. Samurai-Clan-Rüstung, na, nicht die Sakai-Rüstung. Damit haben wir jetzt die komplette Rüstung Geist hier. Damit seid ihr sicher. So, jetzt haben wir dieser Kai-Clan-Rüstung aufs Maximum hoch. Und damit können wir jetzt hier auch die maximale Anzahl an Gegnern, die wir brauchen. Ich glaube, die ziehen wir jetzt mal an, dass wir die Quest auch schnell machen können. Mein Herr, habt ihr die Rüstung gefunden? Ja, habe ich. Der Feind wird die Arbeit eures Meisters nie tragen. Und die Mongolen haben für seinen Tod bezahlt. Das Wissen, dass seine Mörder niemandem mehr schaden, lindert den Schmerz. Ich wünschte nur, er würde mich ein letztes Mal lehren. Ihr könnt andere lehren. Ihr habt recht. Ich nehme einen Lehrling. Die Technik meines Meisters soll fortbestehen. Hier, lasst sie mich anpassen. Bin ich jetzt echt eine Mongolenrüstung? Interessant. Rüstung eines mongolischen Kommandanten. Maske des Eroberers. Mongolenhelm. Was würde mein Onkel sagen, wenn er mich damit sehen würde? Ey, wenn es alles einen Secret-Dialog geben würde, gell? Das wäre geil. Wir bleiben bei der Geistmaske. So. Wir haben jetzt hier eine Quest. Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt mal eine Hauptquest-Mission an. Wir müssen noch ein bisschen was tun. Hier drüben. Wir könnten die alte Straße von Omi durch Fort Kamino Dake benutzen. Aber die Mongolen kontrollieren sie. Du brauchst Hilfe, um sie zu vertreiben. Ein paar Jäger haben auf dem Sago ihr Lager. Ihr Anführer heißt Takeshi. Freund von dir? Nein, aber er wird tun, worum ich ihn bitte. Und er hat gute Schützen. Triff dich mit ihnen. Ich schleiche mich durch die Burg deines Onkels und treffe unsere Freunde in Omi. Greift ihr das Fort von Süden her an. Ich schlage aus dem Norden zu, mit deinen Jägerfreunden. Glaubst du, das klappt? Ja. Sei vorsichtig, Yuna. Du auch.
Okay. Ja, moin, wir müssen jetzt auch dafür noch reiten gehen, ey. Wir müssen da lang. In den brennenden Wald gehen wir jetzt. Perfekt. Wer kennt's nicht? Ruft mich jemand? Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Perfekt. Und da haben wir die... Da haben wir's. Da haben wir die Mission, da haben wir die Trophäe. Besiege die maximale Anzahl an Gegnern in einem einzigen Herausforderungskampf. Ja, und damit können wir die Rüstung wieder wechseln zur Geistrüstung. Bald seid ihr frei. Perfekt. Ich bin gerettet. Geht. Gebt auf euch Acht. Bitte, nehmt dieses kleine Geschenk. Ja. 50 Vorräte, okay. Wir müssen einfach in diese Richtung reiten. Einfach nur reiten. Wird hier geschossen oder ist das ein Blitz gewesen? Irgendwas höre ich hier. Belagerungswaffe muss zerstört werden. So. Perfekt. Dann brennt die hier. Wir müssen weiter in diese Richtung reiten. Aber wir reiten jetzt eigentlich auch in die Nähe von der Nebenmission. Also eigentlich Win-Win, weil wir schalten hier mehr Teleportpunkte dadurch frei. Das sind Wildschweine, die mich hier angreifen, richtig? Warum auch immer die mich angreifen. Okay, wir haben eine neue Präfektur freigeschaltet. Ist ja wahrscheinlich kein Teleportpunkt. Nö. Einfach nur sowas. Okay. Alpenholz mitnehmen. Warum fünf? Es war doch gerade noch eins abgebildet. Interessant. Okay, jetzt haben wir einen Teleportpunkt. Wieder auf einem Berg. Aber besser als nichts, würde ich sagen.
Interessant. Wir teilen gern unser Lagerfeuer, mein Herr. Perfekt. Seid ihr Takeshi? Ihr kennt meinen Namen? Ich bin Jin Sakai. Yuna schickt mich. Sie lebt? Wo ist sie? Mongolen versperren den Pass nach Omi. Ich kann den Weg nicht alleine räumen. Yuna sagte, ihr könnt helfen. Klingt gefährlich. Ich dachte, ihr seid ein Meisterjäger. Der beste Bogenschütze der Präfektur. Hat Yuna das erzählt? Sie glaubt, ihr seid bereit zum Kämpfen. Liegt sie falsch? Was mich angeht? Nein. Doch meine Leute riskieren ihr Leben nicht grundlos. Es wird ein kalter Winter. Warum im Gebirge Eichhörnchen jagen, statt in einer warmen Festung zu leben? Können wir bis zum Frühling bleiben? Dann gern. Abgemacht. Das wird keine Wildschweinjagd. Kommt hier rüber, dann versteht ihr. Hier war es mal sicher. Okay. Mongolenschützen bewachen das Tor. Streifen reiten täglich ein und aus. Wenn wir von dieser Seite reinkommen, greifen Yuna und der Rest meiner Freunde von Süden an. Yuna wird dort sein? Gut. Das Fort wurde auf den Klippen gebaut. So können wir hineinkommen. Holzfällerlager. Lieferte Nutzholz ans Fort. Hab hier keinen mehr gesehen, seit die Mongolen aufgetaucht sind. Wie gut könnt ihr klettern? Besser als die meisten. Wölfe vor den Toren. Reise zum Vor. Ach du meine Güte, das ist jetzt schon wieder so ein langer Weg. Na, was soll's. Was soll's. Einfach angreifen und fertig ist es. Wo fliegt denn der Vogel hin? Der zeigt eigentlich normalerweise auf besondere Sachen. Okay, da ist ein Bär, der Mongolen angreift. Dankeschön. Ich frage mich, wann wir wieder die alte Map freischalten. Nach dem Ende der Mission, nach dem Ende vom Game, von der Hauptstory oder davor. Weil ich würde eigentlich gern, bevor ich Kut und Kahn herausfordere, den Rest auf der hinteren Map noch fertig machen. Bis auf die neue Insel. Die neue Insel machen wir dann danach. Weil das ist ja dann nochmal ein neues, komplett neues Gebiet mit einer neuen Story. Ah, da liegt Feuer. Und so wie es aussieht, werden wir diese Folge nicht da oben hinkommen. Ist es dort ein Mongolenlager? Sieht nämlich so aus fast. Ist aber keins, okay. Eurete Leder. Naja. Weil ich gerade Bock habe, beenden wir, glaube ich, noch die Story-Mission hier. Also zumindest das Belagern hier. Weil wir in den letzten Folgen einfach sehr viel Nebenmissionen gemacht haben, kümmern wir uns jetzt noch um die Hauptmission hier. Ich hoffe, das passt noch in die Folge rein. Wäre auf jeden Fall toll. Ein bisschen Action brauche ich noch. So. Das Holzfällerlager.
Hier oben. Wir kletterten hoch, aber es dauerte Stunden. Wenn wir hier noch lange sitzen, sehen die Mongolen uns mit Sicherheit. Weg von der Kante. Ich bin gleich bei euch. Sicher doch. Wo? Moment. Hab ich blöd hier. Habt ihr das gesehen? Yuna hat ein paar interessante Freunde. Planen wir den Angriff. Von hier drüben kann man hineinsehen. Schützen an diesem Punkt haben gute Sicht auf den Innenhof. Und jede Menge Ziele. Die meisten Männer sollen dorthin. Wir gehen auf dieses Dach, greifen von oben an. Ihr klingt wie Yuna. Sie war eine gute Lehrerin. Ihr da kommt mit. Alle anderen ab zum Grat. Tötet jeden Feind, der mich sieht. Verstanden. Viel Glück. So. Niedermetzeln. Perfekt. Gut. Gut. Da oben sind noch ein paar. Ledervorräte. Komm schon. Perfekt. Was für Tiere machen sowas? Mongolische. Die Holzfäller müssen Widerstand geleistet haben. Bringen wir jeden Mistkerl hier im Vor um. Noch eine Patrouille. Wir schlagen zu, wenn sie durchkommen. Versteckt euch. Ihr habt ihn gehört. Los. Feuer frei auf mein Signal. Okay, perfekt. Lass sie näher kommen. Jetzt tötet sie alle. Schade. Gut. Perfekt. Shimura hat eine Armee mit Samurai des Shogun. Warum führt ihr sie nicht an? Fürst Shimura bekämpft die Mongolen auf seine Weise. Ich auf meine. Ihr seid allein. Dieses Vor gehört euch nicht. Der Jito ist in seiner Burg. Vor dem Frühjahr braucht er die... Das kam vom Südtor. Seht nach, was los ist. So. Yuna. Sie war das? Wir müssen darüber. Sehen wir uns die Brücke an. Holy shit. So. Die Mongolen haben die meisten Leute dort drüben. Das ist unsere Chance. Bei einem Sturmangriff über die Brücke müssen wir uns schnell um diese Huacha kümmern. Könntet ihr euch mit eurem Haken unter die Brücke schleichen und ihre Huacha übernehmen? Ich könnte mich an den Baum hinüberschwingen. Auf dieser Seite kommt man die Klippe hoch. Wenn sie euch sehen, können wir auf sie schießen. Ob Sturmangriff oder Schleichen. Es wird riskant. Wir werden euch folgen, Fürst Sakai. Haltet eure Leute bereit.
im Nebentisch schleichen. So. Okay. Also ich habe die falschen Pack drin, kein Wunder. Der ist down. Moment, du bist doch down. Bro. Bro, ich drück anscheinend die scheiß falsche Taste. Ja, besser gesagt, krieg ich nicht falsche Kampfhaltung. So. Verstärkung im Anmarsch! Wir müssen meinen Freunden am Tor helfen! So. Perfekt. Ah, das ist jetzt eine gute Mission noch. Yarikawa! Yarikawa! Da sind sie. Sie haben Freunde aus Yarikawa mitgebracht. Ihr seid der Geist, aber ihr solltet 3 Meter groß sein. Kämpft weiter! Endlich seid ihr hier! Kommt nicht zu nah, sonst sehen sie mich! Geil! Jetzt geht wieder zum Metz hier. Versuche es! Weg da! Ihr hättet warten sollen, bis wir das Tor öffnen. Das war Wasser, was wir geben. Unser Köln! Gerade rechtzeitig. Schwingt weiter, Norio. Hier, der Geist! Der Geist! Gott, perfekt. Alter, vor allem wie viele uns folgen, ne? Obwohl wir ab und zu nicht ehrenhaft kämpfen. Das war knapp. Das vorgehört uns, mein Herr. Geht es allen gut? Ausgezeichnet. Im Großen und Ganzen. Schön, euch zu sehen, Fürst Sakai. Ist es hier oben überall so kalt? Man gewöhnt sich dran. Nehmt die nötigen Vorräte und bereitet den Ritt nach Yogaku vor. Also, du und Takeshi. In einem früheren Leben. Er und seine Leute sind mehr als Jäger, nicht wahr? Das hängt vom Blickwinkel ab. Ich sagte, sie können bleiben und den Pass für uns halten. Aber wehe, Banditen machen den Unschuldigen Ärger, die vor den Mongolen fliehen. Er weiß, was ich ihm antue, wenn er das wagt. Ich glaube, er wäre froh, dich wiederzusehen. Er hat mich gesehen. Wir können gehen. Bringen wir alle nach Yogaku. Dort planen wir unseren letzten Angriff. Wird Zeit, dass der Khan stirbt. Begib dich zu deinen Verbündeten im eisigen Norden. Wölfe vor den Toren. Still. Ruhe.
Perfekt. Vier Geschichten. Ah ja. Da wissen wir jetzt, was wir machen können. Ey, Moment. Wir können wieder zurück. Gut, wir können wieder zurück, meine Freunde. Das heißt, wir können jetzt das Backtracking machen. Und alle Orte, die wir noch nicht haben, abhaken. Obwohl vieles davon wieder wahrscheinlich die Dinger sein werden. Die Legendenerzähler. Da hier ist Masako. 9 von 9. Hier ist... Ja, okay, da finden noch 2 Geschichten hier. Okay. Da würde ich allerdings sagen, ich beende die Folge jetzt hier. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und in der nächsten Folge entweder fangen wir mit den Geschichten an oder sammeln beim letzten, oder den letzten Gebieten noch die restlichen Fragezeichen ab. Das entscheide ich spontan. Ciao. Euer Gladius.